So Leute, weiter geht's. Mal schauen, ob ich den vierten Sieg in Folge auch noch schaffe. Ja, so macht man natürlich schnell Positionen gut in der Rangliste. Denn jetzt sind es schon wieder ungefähr 130 Rangpunkte, die dazugekommen sind. Und das sind, denke ich, sicher wieder 3.000 bis 5.000 Positionen. Und wer sagt's denn? Nördliche Königreiche mit Hänselt. Ja, sowas. Na, sowas aber auch. Habe ich ja schon ewig nicht mehr. Okay. Naja. Ja, ich möchte da eigentlich nichts wegtauschen, aber fehlt da leider noch was. Ja. Jede Wette, dass er auch mit Hautigen Jäger im Deck spielt. Okay, oder er spielt ja die Strategie. Das kann natürlich auch sein. Schade, dass ich die Schilder nicht bekommen habe. Könnte mir solche noch aufheben. Da kommt sicher gleich noch eine Viererkarte. Aber die Frage wäre, was spiele ich dann inzwischen? Ich kann ihm auf jeden Fall sehr viel Schaden machen. Das wird ihm seinen Strategieaufbau ziemlich zunichte machen. Ja, aber ich werde jetzt trotzdem solche spielen, weil wenn ich einen Hautigen Jäger spiele, was ich erstens nicht jetzt schon tun möchte, abgesehen davon hätte der dann 5 Stärke. Und wenn er jetzt noch einen Ketwin Feldwebel spielt, haben die auch 5 Stärke. Von daher okay, sollte er nicht. Eigentlich ein blaues Streifenkommando bekommen. Ja gut. Dann kommt jetzt mal ein Hautigen Jäger. Ah ja. So, jetzt haben die 6 Punkte. Das ist ja sehr schön. Oh Mann, drum habe ich mir die Kehre aufgehoben. Nein! Nein, warum? Ja, wenn ich ihm den jetzt zerstöre, hat es sicher einen Tölpelbold, der dann aufs Spielfeld kommt. Allerdings hätte der dann 10 Punkte. Denn ich möchte ihm seine 6 Punkte-Karten zerstören. Jetzt kommt der 10er, genau. Das war mir schon klar. Komm schon, komm schon. Ja. Das wird dich jetzt leicht schockieren. Die Natur stinkt.
und Seuche. Ja, das ist das Gefährliche, wenn man lauter Karten mit demselben Stärkewert liegen hat. Tja. Blöd gelaufen für dich. Ich hoffe, wir können dir trauen. So. Ich will nie wieder eingesperrt werden. Ja, das einzig Blöde ist eben, dass ich keinen hautigen Speer habe. Und wenn ich jetzt gezwungen bin, alle hautigen Jäger zu spielen, habe ich dann keinen mehr in der Hand. Los jetzt! Also allzu viele Punkte kann ich diese Runde nicht mehr machen. Das wäre echt eine Katastrophe, wenn ich jetzt die Runde verlieren würde. Obwohl ich ihm so viele Punkte vernichtet habe. Los jetzt! Für Radovid! Mit deinesgleichen habe ich keine Gnade! Oh, komm schon, bitte pass doch einfach. Ja, danke schön. Ja, super. Sehr gut. Okay. Du Spaten, ich hab's dir gesagt. Findest du wohl witzig, da ein Pünktchen hinzulegen und damit die Runde zu gewinnen? Naja, hoffentlich fehlt dir die Karte dann. Für Temerien! Ja, perfekt. Siehst übel aus, aber du wirst überleben. Da wird nicht gewarnt. Oh, er hat auch noch die hautigen Jäger. Los jetzt! Los jetzt! Und jetzt was Besonderes! Tja, mein Lieber, das wird dir nicht genügen. Sag, so macht man das mit den haurigen Jägern. Super, vierte Runde in Folge gewonnen. Wer sagt's denn?
Und weiter geht's. Ja, schaffe ich vielleicht sogar den 5. Sieg in Folge am heutigen Tag? Mal schauen. So bestrafe ich die, die mich verärgern. Aha, nördliche Königreiche mit Radovid. Super. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Naja, ob das was wird? Ja, erneuern ohne Goldkarte, ganz toll. Ah, oh Mann, das sind blöde Karten. Wie du wünschst, Herrin. Aha, mit Wetter. Ja, was soll ich da großartig machen? Kann ich alles noch nicht optimal einsetzen? Richtig blöd. Ja, verdammt. Ja, ich hole mir jetzt die Schiele. Ja, bekomme wenigstens eine Goldkarte. Lang lebe, etc. etc. Ja, ich mache das jetzt so, weil er kann mir dann, selbst wenn ich den Schwalbentrank auf dem Haudegenjäger spiele, er kann mir sie ja dann sowieso blockieren oder zurücksetzen. Ja, blocken 4 Schaden.
Los jetzt! Da wird nicht gewarnt. Ja, Mann, hab ich's gewusst, dass er mir den wieder mit altes Donner zerstört. Na toll. Ja, ich werde passen müssen. Ich kann nichts machen. Die Haudegenjäger bringen mir nichts. Ja, die Nenecke jetzt schon. Weiß ich nicht. Ja, vielleicht. Auch nicht die beste Wahl. Viel lieber bringt auch nicht viel. Das Zeug geht auch nicht. Ja, muss ich passen. Okay, da spielt noch jemand mit den Maschinen. Okay, ein Haudegenjäger. Macht die hübsche Karte. Ja, Taler, das ist jetzt natürlich eine ganz fiese Karte. Denn ich muss ja noch auf jeden Fall eine Karte spielen, sonst habe ich garantiert verloren. Da wird nicht gewarnt. Und er wird jetzt passen. Okay. Oder er spielt gleich die zweite Runde. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Du bist verletzt? Schon wieder? Muss das leider so machen. Auch wenn es natürlich viel besser gewesen wäre, in der dritten Runde die Nenecke zu spielen. Und dann hätte ich drei Haudegenjäger ins Deck zurückmischen können. In den Kerker mit ihm. Ja.
ist der auch weg. Kennst du deine alten Kumpel nicht mehr? Ja, das wird sehr wahrscheinlich nichts mehr werden. Oh Mann, das auch noch. Ja, das ist ja wie wenn das Deck komplett auf meine Strategie ausgelegt wäre, denn er hat jedes Mal genau die richtige Karte. Oh Mann. Keinen Zug kann ich irgendwas machen. Du Spaten, ich hab's dir gesagt. Erkennst du deine alten Kumpel nicht mehr? Temerier zählt. Sonst nichts. Hübscher Saustall hier. Bist du einer der unseren oder nicht? Los jetzt! So, gleich werden Karten verbrannt, beziehungsweise eine Karte. Ja, das auch noch. Super, jetzt verliere ich alle drei Haudegenjäger. Oh Gott! Was für ein Dreck. Der hat wirklich jedes Mal absolut. Mit deinesgleichen habe ich keine Gnade. Die richtige Karte. Ja, sind die weg und ich habe verloren. Lang lebe, etc. etc. Ja, nichts mit dem fünften Sieg in Folge. War jetzt sogar eine hohe Niederlage. Runde 1 und 2 verloren. Ja, das war jetzt anscheinend ein Deck, das absolut auf meine Strategie, ja, einfach passt. Ja, was noch dazu kommt, ich habe auch keine guten Karten bekommen. Weil zum Beispiel mit der Kera-Karte hätte ich ja Gwen machen können. Dann hätte er schon mal zweimal Alcestone gebraucht, um mir einen hautigen Jäger zu zerstören. Nieblingsstrategie, gut. Das wird auch nicht leicht. Vor allem, da es jetzt schon zwei, drei verschiedene Versionen von dieser Strategie gibt. Weiß man da auch schon nicht mehr genau, worauf man sich einstellen muss. Ja, der wäre natürlich schon brauchbar, aber... Gut, ich werde noch Alcestone wegtauschen. Ja, das sind wieder nicht so
tolle Karten. Ja, scheint so, als wäre das noch die Standard-Nebling-Strategie, die erste. Da wäre es gut möglich, das Verbrennen im Deck ist. Woanders kann man dann. Ja, solche wäre jetzt natürlich gar nicht schlecht, aber er würde dann die Harpien bekommen, wenn ich ihm die Eier zerstöre. Dann hätte er drei Dreierkarten, die dann durch die Triss verstärkt würden. Da kann ich aber mit der Philly Beilhard noch ein bisschen entgegenwirken. Gut, sobald der Hautegenjäger weniger Punkte hat, kann ich den Rhetanischen Ritter in die Reihe legen. Jetzt ist es genau so, da sind ausgerechnet zwei Viererpunkte und zwei Sechserpunkte Karten geblieben sind. Ja, ist natürlich schön für ihn. Verdammt. Ja, er bekommt natürlich verdammt viele Punkte.
So, Sir nimmt dann die 2-1er verstärkt. Dann 5-2er. Gut, dann dauert es eine Weile, bis eine neue Karte dann auch noch dazu kommt. Du Spaten, ich hab's dir gesagt. Los jetzt! Ja, jetzt bekommt wieder deine Haut den Jäger Schaden. Jetzt hat er die Neblinge auch noch. Ja, wie gesagt, ich werde mir auch noch die Karten herstellen für das Nebling-Deck. Alle kann ich mir leider nicht herstellen, die mir noch fehlen, aber zumindest ein paar. Weil das ist wirklich ein richtig, richtig starkes Deck. Oh man, der bekommt so viele Punkte. Weiß ich nicht, ob ich da überhaupt noch die Runde weiterspielen soll. Aber wir sind pleite, wie die letzten Hausierer. Kennst du deine alten Kumpel nicht mehr? Ja, jetzt haben die 8 und die anderen 12. Ist natürlich blöd für die retanischen Ritter. Okay. Da habe ich nochmal Glück gehabt. So, er bekommt jetzt alle 4er Karten. Das sind 4. 9 Punkte hat er, 80. Ja, ich kann die Runde noch gewinnen. Was ich jetzt aber den nächsten Runden mache, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich habe schon alles verbraucht. Oh Mann, eine Necke kann ich mir zwar holen, aber... Was mache ich dann ohne Haudegenjäger? Ja, außerdem kopieren kann ich sie auch nicht mehr. Ja, den Waldschrat könnte er noch haben und den Gels und die Yennefer.
Oh, okay, das ist nicht schlecht. Das ist gar nicht schlecht. Jetzt habe ich die in der Ecke. Wie die Beil hat, kann ich mit erneuern. Jetzt kann ich die in der Ecke so spielen und kann mir dann mit Verstärkung einen hautigen Jäger holen. Aber kopieren kann ich sie trotzdem nicht. Oder ich hole mir die Sheila. So werde ich das machen. Siehst übel aus, aber du wirst überleben. Und ich werde mir Dienstdeck nehmen. Jetzt kann ich mir die Sheila holen, den Schwalbendrang spielen und bekomme dann noch eine Karte. Politik interessiert mich nicht. Okay. Damit kriege ich jetzt einen redanischen Ritter aus dem Deck. Das ist gar nicht schlecht. Ja, aber ja, er spielt das jetzt auf. Aha, auf Belagerung spielt er. Weil er wahrscheinlich noch Verbrennen in der Hand hat. Und mir die 14er Karte sowieso noch zerstören kann. Ja, ich wehre mich noch so gut ich kann. Werdet ihr die Konsequenzen eurer Dummheit erleben? Hat leider nicht so viel gebracht. Naja, verbrennen. Das wusste ich. Eine Karte hat er noch. Gut, Seuche bringt eh nichts. Dann kann ich eigentlich eh nur Donnerdrank. Ich mag es nicht, von Männern einen Kauf zu kriegen. Oh Mann, das wird knapp. 7 Punkte. Oh Gott, oh Gott. Oh fuck. Und die Neblinge kommen auch noch. Ja, dann hat er. Dann hat er's. Schade. Schade. Gut. Eine Runde mache ich noch. Aber das war eine richtig spannende Partie. Und wie gesagt, das Nebeling-Stack ist wirklich verdammt stark. Für Menschen ist kein Platz im Brokilon. Catwin! Angriff! Sehr gut. Okay. Oh Gott, jetzt habe ich den Wächter, die Nenecke und Verstärkung und Halsesdoppelsiegel. Oh,
steht ein Universum aus Schmerz bevor. Ja, verdammt, jetzt habe ich gar keine Karte. Der ich Schaden machen kann. Oder solche. Ich helfe gern, wenn ich da noch lebe. So, der wird jetzt blockiert und zurückgesetzt. Wir müssen zusammenbleiben. Da wird nicht gewarnt. Ah, sehr gut. Das ist ganz toll. Los jetzt, Leute, Beeilung. Ja, ich muss sagen, das Goyadel-Deck mit den Zwergen ist auch echt verdammt stark. Wir sollten einander helfen. Bist du einer der unseren oder nicht? Da wird nicht gewarnt. Jetzt will ich wieder einen Punkt. Ja. Halt durch, mein Lieber. Das bringt ihm natürlich wieder verdammt viele Punkte. Los jetzt! Jetzt sollte ich dann mit Alces Doppelsiegel eigentlich den vierten und letzten Haudegen Neger bekommen. Halt du
durch, mein Lieber. Falls ich ihn brauche. Und wieder ein Punkt mehr. Zum dritten Mal. Ja, man darf nicht vergessen. Eine 9er und eine 6er Punktekarte bleiben ihm für die nächste Runde. Okay, 14 Punkte. Das kann ich noch überbieten. Da wird nicht gewarnt. Ah, was kommt jetzt? Oh Mann, oh Mann. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Na ganz toll, jetzt könnt ihr nochmal... Oh, fuck. Nochmal Horn des Kommandanten, das bringt ihm nochmal 20 Punkte. Ich kann nur mehr Anführer und noch zwei ritanische Ritter holen. Aber das bringt's nicht. Verdammt. Es wäre sich punktemäßig nicht ausgegangen. Alles in Ordnung? Ja, ich muss jetzt die in eine Ecke spielen, damit ich dann noch eine Chance habe, die Hordenjäger zu bekommen. Oder ich bekomme die Shiny-Karte. Ja, gut. Und wieder ein Punkt. Komme ich dafür Karten? Ja, Shani, die brauche ich. Das war genau die eine Karte, die ich noch gebraucht habe. Willst du meine Axt zu spüren bekommen? Gut, ich muss jetzt eh schon den Hordigen Jäger holen. Huh, spannend, spannend, spannend. Es hat noch eine Karte wie am Gleichstand. Und er kann eine eine Sonderkarte auferstehen lassen. Als Doppelsiegel wäre eine Sonderkarte. Könnte ja sogar die.
auferstehen lassen. Oder Horn. Oder Geschenk der Natur. Oder die. Ja, wird gefährlich, wenn er jetzt verbrennen hat. Beeilung. Mir die eine Karte zerstört. Okay, dunkler Trank. Das stört mich weniger. Catwin! Angriff! So, die kommen dann sowieso auf über 20 Punkte. Los jetzt! Da wird nicht gebarmt. Da wird nicht gebarmt. Okay, eine Karte hat er noch. Ich hoffe, das ist jetzt keine Karte, die das komplette Spiel umdreht. Ha! Ist es nicht. War die richtige Entscheidung, Schwalbentrank auf den Hautigen Jäger zu verwenden. Ja, sehr schwierige und spannende Partie. Oh, Leute, schaut mal wie knapp. 90-96, dann 9-8 und dann 56-36. Ja, schwierig. Schwierig war das. Okay, das war's jetzt auch schon für heute. Jetzt gibt's noch einen Blick auf die Bestenliste und Position 41.900, also wieder ein bisschen verbessert. Europaweit wäre ich jetzt sogar unter 30.000. Auf jeden Fall nicht schlecht. Und 18 Siege mehr als Niederlagen. Ja, das kann was. Das war nicht schlecht. Also Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ja, lasst ein Like da. Und wie gesagt, schreibt mir doch bitte einfach in die Kommentare, ob ihr weiterhin auch jede Partie sehen wollt. Oder ob ich das lieber doch so machen soll, dass ich dann eben nur die Partien, in denen es von der Position her Verbesserungen gibt, zeigen soll. Schreibt es mir bitte in die Kommentare und von daher macht's gut, Leute. Bis bald. Tschüss.